Ein Hallo und recht herzliches Willkommen bei Life is Fuel, dem Neustart. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal den Neustart. Vor knapp einem Jahr habe ich, glaube ich, zwei Folgen gemacht von diesem Spiel und ich bin immer wieder angeschrieben worden, ja, wann machst du weiter? Ja, wann mache ich weiter? Und zwar genau jetzt. Und zwar hat sich eine Menge in diesem Spiel getan. Es ist für mich auch ein bisschen, ein bisschen einfacher geworden, denke ich mal, oder ein bisschen zugänglicher für viele Leute. Also ich fand es damals echt kompliziert, da irgendwie was hinzukriegen. Ich weiß jetzt auch, weiß Gott, nicht alles, weil so weit habe ich es immer noch nicht gespielt. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich mein Haus bauen kann. Ja, ich habe das so mit diesem Level-System oder Charaktersystem, habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Ja, gemacht wird das Ganze, wir erschaffen erstmal eine eigene Welt, weil dann haben wir nämlich erstmal keine Probleme, sage ich jetzt erstmal, bezüglich, dass wenn ich irgendwo bauen will, dass da schon einer ist oder sonst irgendwas. Und wenn du da draußen, ja, ich spreche jetzt dich an, Bock hast, mitzuzocken, kann man sich ja, wie gesagt, zu gewissen Terminen vereinbaren, das Ganze dann natürlich dementsprechend auch aufnehmen und wir können uns was Schönes aufbauen, um das Ganze erstmal vielleicht so ein bisschen so zu üben, dass wir dann alles so mal haben. Und dann irgendwann kann man sagen, okay, pass auf, jetzt gehe ich auf den öffentlichen Server. So ist jetzt mein Plan. Ich hoffe, dieser Plan geht auf jeden Fall auch auf. Aber nicht so viel quatschen, Taten sprechen. Das heißt, wir starten einen neuen Server. Ich nenne ihn nicht Welt 1. Ich nenne ihn ganz einfach mal ganz normal, wie der Kanal hier heißt, ne? Game Master unterstrich LP, so heißt er hier. Habe ich was vergessen? Das A. So. Kennwort. Werde ich euch noch nicht verraten. Ja, wird nicht in der öffentlichen Serverliste angezeigt, das ist schon mal ganz klar. Wir lassen auch den Testmodus drin. Maximale Spielanzahl auf dem Server mache ich jetzt mal so 8 Leute. Das sollte erstmal reichen. Fertigkeiten und Statistik-Fortschrittsmultiplikator. Das Ganze ist mal 10 gerechnet. Ich gehe da jetzt ein bisschen höher, dass wir alles ein bisschen schneller lernen. Ich denke mal so 40 sollte schon sein. Ja, nicht übertreiben, das ist ganz klar. Fertigkeitengrenze, da ich jetzt erstmal alleine spiele, wäre 3000 schon ganz gut, weil sonst kann ich nicht alles lernen, das wäre ein bisschen doof. Den Rest lasse ich einfach. Herstellungsdauer 60 Sekunden, das ist okay. Tierfütterungszeit, das lassen wir auch einfach mal so. Pflanzenwachstumsdauer lassen wir auch einfach so. Upsala, ist einfach rutscht. Anzahl an wilden Tieren, 10. Ich sag mal, man kann nicht zu viele machen. Ich weiß mal gucken. Ja, mal so 12 mal versuchen, weil bei 20 hat er bei mir schon rumgemeckert. Guten Server nicht starten, deswegen lassen wir so 10, 12. Sollte, denke ich mal, gut sein. Objektverfallgeschwindigkeit verfallen gar nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Ja, und hier so Zeitplan der Abrechnung, wo man dann halt, ne, angreifen kann und wie auch immer. Das spielt hier eigentlich keine Rolle. Also das können wir eigentlich rauslassen. Okay, jetzt würde ich sagen, ich starte den Server dann jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit endlich willkommen zurück nach ungefähr einer Stunde rumprobieren und testen und so weiter, wie das Ganze jetzt endlich funktioniert. Habe ich es endlich ans Laufen gekriegt, dass das Spiel endlich auf meinem PC läuft. Und ich würde sagen, ich erkläre das Spiel erstmal ganz kurz, also was ich jetzt schon mal so ein bisschen weiß. Also Taste I ist standardmäßig unser Inventar, wo wir hier so ein bisschen Fressalien drin haben, um so ein bisschen über die Runden zu kommen, und die erste Ausrüstung, was wir auch gleich mal ausrüsten. Dann haben wir einmal Fertigkeiten, sind auf der Taste L vertreten. So, wir sehen jetzt hier, das Ganze gliedert sich in 1, 2, 3 Kategorien auf, ne? Bei den Handwerksfertigkeiten haben wir Handwerk allgemein gehalten, dann haben wir hier Naturkunde und einmal das Jagen. Ich habe zufällige Werte genommen von meinem Charakter. Wie gesagt, wir können sowieso alles machen, also insofern spielt das erstmal keine Rolle. So, man muss immer 30 Punkte freischalten, das heißt, wir sind jetzt hier auf 28, wenn wir hier auf 30 kommen, und dann können wir auch das Handwerk Schreinern freischalten. Sind wir hier auf 30, schalten wir das nächste Handwerk frei und halt dementsprechend, glaube ich, so weiter geht das Ganze dann auch. Ja, ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze sich denn so entwickelt. Wie gesagt, ich bin da auch nicht ganz fit in dem Spiel, aber so habe ich mir das jetzt irgendwie mal so zusammengereimt.
Ja, das ist so das. Drückt ihr Taste C, könnt ihr quasi in die Third-Person-Kamera-Perspektive sehen. Und ja, das ist dann quasi unser Charakter. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt irgendwie drehen? Nee, kann ich nicht. Aber irgendwie geht das. Ich weiß aber jetzt nicht wie. Spielt ja auch in erster Linie keine Rolle. Ja, auf Taste M habt ihr wie gewohnt eure Karte. Und mit der Tabulator-Taste springt ihr quasi hier raus, dass ihr dort euren Mauszeiger bekommt. Ja, hier haben wir doch schon mal, glaube ich, ein ganz schönes Plätzchen, würde ich sagen. Ja, ein bisschen klein die Karte, noch ein bisschen größer. Kann ich das noch weiter ranziehen? Nein, kann ich nicht. Das gefällt mir aber gar nicht. Kann ich hier noch weiter ran? So, wir müssen uns mal ein schönes Plätzchen suchen, wo wir bauen können. Wir sind eigentlich schon ganz gut gestrandet, finde ich. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Das heißt, hier hätten wir so eine schöne Lichtung. Das dunkelgrüne hier, das ist so ein Moor-Sumpfgebiet. In dem Fall. Und ja klar, ne? Felsen sind halt dementsprechend Steine. Und ich würde sagen, fürs Erste, dass wir uns in diese Richtung hier begeben. Dort ein wenig anfangen zu bauen, weil es immer wichtig ist, glaube ich, am Anfang ist immer viel Lehm. Und Lehm haben wir halt in diesen braunen Regionen. Ja, und da findet man quasi immer Lehm, was man hinterher auf jeden Fall, glaube ich, auch irgendwie braucht. Denke ich mal. Ich hoffe es auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Das Ganze wird dann jetzt einfach mal in Schnellzeitraum verlaufen, dass wir gleich auf jeden Fall schnell da sind. Also wir sehen uns dann gleich, wenn wir da sind. Ja, und wir sind an unserem Ziel angelangt und damit, ja, legen wir, würde ich sagen, auch los. Ich lasse die Karte einfach mal auf und schiebe die mal hier oben in die Ecke rein. Was man das einfällt, mit Taste F10 könnt ihr quasi euer Nachricht, also euer Interface so ein bisschen anpassen, das ich ganz cool finde. Ja, so hin und her und so weiter, finde ich eigentlich ganz cool. Ne, nur dass es halt mal so ist, ne? Und F10 könnte das Ganze dann wieder ausblenden. Ja, wie fängt man diesem Spiel einfach an? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich suche jetzt mal hier so ein Bäumchen hier raus. Gehen wir hier vorne, dieses Bäumchen, ne? Quasi die Ahorn, oder die Ahorn. Habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt ihn zukunden, ihr könnt euch einmal den Baum untersuchen. Dann schaut er sich den Baum an. Und dann sagt er euch, du siehst einen großen Ahorn. Du schätzt deine Qualität auf 9 ein. Es wurden bereits zu 0 gefällt. Er enthält folgende Ressourcen. Können 5-mal Rinde sammeln, 10-mal Äste und 1-mal Ahornsteckling. Ja, also pauschal würde ich sagen, da wir am Anfang sowieso erstmal Äste brauchen, rechnen wir auch erstmal die 10 Äste ab, die wir brauchen, weil die Qualität von diesem Baum nicht sonderlich gut ist. Aber was wir als erstes, wie gesagt, brauchen, ist auf jeden Fall Ast, Ast, Ast. Ja, die brauchen am Anfang ganz, ganz viele. Warten wir so lange, bis er komplett nichts mehr macht. Und dann geht das Ganze auch gleich dann weiter. So. Immer mal wieder das Inventar einbinden. Den jetzt 6 Stück hat er schon. 10 Stück brauchen wir auf jeden Fall erstmal, dass wir uns die ersten primitiven Werkzeuge herstellen können. Das müsste jetzt der letzte sein und dann müsst ihr eigentlich automatisch abbrechen. Da findet er nämlich auch nichts mehr. Genau. Okay. So, wollt ihr euch jetzt Werkzeug herstellen? Eigentlich relativ einfach und simpel. Rechtsklick drauf. Und dann geht ihr einfach auf primitives Werkzeug herstellen und schon, tada, ne, seht ihr, was ihr alles hier herstellen könnt. Angefangen über eine Fackel, Mörser und Stößel, primitive Angel, primitive Axt, primitiven Hammer, primitiven Kochtopf, primitiven Schmelztiegel,
primitive Schaufel, eine Sichel, ein Messer, Spitzhacke, Säge und eine Schleuder. Das ist das, was wir jetzt herstellen können. Also Schleuder ist ja quasi eine Waffe und wahrscheinlich das Messer, denke ich mal, auch. Ja, also ne, genau weiß ich das auch nicht. Ja, was brauchen wir erstmal? Dass wir im Dunkeln auch ein bisschen was sehen, würde ich pauschal sagen, natürlich erstmal ganz klar erstmal eine Fackel. Das heißt, wir gehen erstmal ein bisschen Pflanzenfasern sammeln. So, oh, immer die falsche Taste. Und wenn ihr Pflanzenfasern sammeln wollt, gibt es eigentlich nichts Einfaches als das. Außer ihr guckt auf den Boden, macht Rechtsklick drauf, Handwerk, Naturkunde und Pflanzenfasern sammeln und Massenproduktion. Sammelt erstmal ein paar Pflanzenfasern. So, wenn ihr jetzt mal Taste L reinguckt, ja, seht ihr jetzt schon, haben wir hier schon mal 38. Achso, das ist Kampffertigkeit, Entschuldigung. Da haben wir es, Naturkunde. Es geht jetzt immer weiter nach oben. Und so funktioniert das Ganze dann auch, um ein wenig aufzuholen. Okay, jetzt hat er nichts mehr gefunden. Machen wir nochmal anderes Muster hier und dann nochmal Pflanzenfasern sammeln. Und brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar mehr. So, ich schaue mal kurz ins Inventar wieder rein. Ja, 5 Stück haben wir. Ich würde sagen, machen wir auch mal so 10 Stück. Das sollte dann für den Anfang, denke ich mal, erstmal reichen. Was mich persönlich ein bisschen schade finde, dass er das nicht alles so direkt alles auf einen Haufen packt. Aber man kann das Ganze ja auch einfach stapeln. So, 8 haben wir jetzt. Okay, haben wir keinen gefunden, oder? So kriegen wir die zusammen. Okay, das wird erstmal reichen. Das ist okay. 10, 10. So. Und dann brauchen wir natürlich Steine. Steine führen wir natürlich ganz klar am Berg. Müssen wir nochmal kurz hinlaufen. Und mal schön suchen. So, wir haben jetzt gerade wieder die Region gewechselt. Ja, und hier kann man dann auch schön wahrscheinlich hinterher später dann Bergbau betreiben. Was wir natürlich so oder so auch machen müssen. Ne? Aber da können wir nicht hin. So, können wir jetzt hier nämlich Naturkunde nach Feuerstein suchen. Auch wieder Massenproduktion. Suchen wir einfach mal, bis wir was finden. Suchen wir natürlich direkt auch ein paar mehr. Ah, einen hat er schon mal. Das ist schon mal gut. Aber noch einen. Das geht doch voran. So. Okay, jetzt muss ich erstmal zum Atmen kommen. Ich sage, wir gehen noch ein bisschen weiter. Suchen wir auch noch mal kurz nach Feuerstein. Braucht man am Anfang, glaube ich, relativ viel eigentlich. Okay. Ja, da hat es gerade keinen gefunden. Will er nicht? Wenn ich will, der hat schon. So, jetzt haben wir ein paar. Klammer jetzt. 2, 7, 8. Ja, machen wir auch mal die 10 voll, würde ich sagen. Ja, okay, 9 Stück ist auch okay. Oh, schon weg, falsch das. Ich lerne es auch nicht. Absolute Frame ein bisschen tragen. So. Gehen wir zurück in die Lichtung, wo wir wahrscheinlich unsere erste Hütte, denke ich mal, auch bauen werden. Also versuchen wir zumindest zu bauen. Okay. So, jetzt sind wir hier, gucken uns schon um. Wir sehen, hey, 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 schön viel Platz zum Bauen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Also. Vielleicht kriegen wir es irgendwann, dass hier mal eine ganze Siedlung steht. Aber wir wollen erstmal einfaches Werkzeug herstellen. Und dazu erstmal jetzt, wie gesagt, Rechtsklick auf primitives Werkzeug, damit wir im Dunkeln gleich auch was sehen werden. Ja, erstmal eine Fackel. Braucht ein Ast, 3 Pflanzenfasern und ein Feuerstein. Also stellen wir das Ganze mal her. So. Tada! Und wir haben unsere erste Fackel. So, was ihr jetzt machen könnt, könnt sagen, okay, ich rüste die Fackel jetzt aus. Und dann, plupp, ihr seht, Platz
sagte, es werde Licht, doch er meinte, scheint da nicht. Nein, wir haben eine Fackel. So, jetzt gibt es aber irgendwo auch noch mal, wo war das? Das ist mal M, E, H, boah, ist das nicht so toll? O, P, H, P, was? Okay. Nee. Wertigkeiten. Ah, weil nicht irgendwo gab es das auf jeden Fall. Okay. Aber ich will eigentlich jetzt den Ding jetzt nicht die Zeit benutzen, deswegen jetzt kurz mal in die Steuerung reinseppen. Hilfe, ne, Kameramodus, Oberflächenmodus, Inventar, aus, ist AT war das, genau. Das heißt, wir nehmen die Fackel jetzt erstmal wieder hier raus. Also, das brennt hier nicht die ganze Zeit. Das wäre jetzt ein wenig dämlich, weil wir brauchen sie nicht. Weil die Gegenstände gehen nämlich auch irgendwann mal kaputt. So, ein primitives Werkzeug erstellen. Mörser und Schlüssel brauchen wir erstmal nicht. Eine Angel wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal kurz auf die Karte setzen. Wir können oben mal so zum Angeln runtergehen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für später. Aber was erstmal wichtig ist, auf jeden Fall eine Axt. Das ist schon mal ganz klar. Stellen wir erstmal eine her. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist sowieso erstmal das A und O, was wir brauchen. Okay, Axt haben wir auch. Das ist schon mal sehr schön. Und Kochtopf brauchen wir auch noch nicht. Ah, Schaufel brauchen wir auf jeden Fall. Die ist auch ganz wichtig. So. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt auf jeden Fall unbedingt brauchen? Spitzhacke brauchen wir noch nicht. Das können wir erstmal. Okay, das sollte eigentlich erstmal reichen, denke ich mal. Okay. So. Was kann man jetzt machen? Ja, jetzt haben wir die ersten Werkzeuge. Wichtig erstmal. Axtrüstung erstmal aus. Genauso wie die Schaufel sich auch ausrüsten werden. Ja, jetzt haben wir eins quasi hinten auf dem Rücken. Eins haben wir da. Wunderbar. So, ja, wie geht's dann jetzt weiter? Ja, jetzt kann man mit F3 kann man sich hier schön was einblenden lassen. Ja, da sieht man quasi immer diese Höhe. Und was das oben angeht, die Zahl ist quasi die Höhe über dem Meeresspiegel. Das heißt jetzt hier, dieser Punkt hier ist jetzt 9,6 Meter über dem aktuellen Meeresspiegel. Ja, eigentlich eine recht interessante Sache. Und ich möchte aber ganz gerne erstmal so ein ruhiges Plätzchen haben, wo ich vielleicht mal hier so in dem Bereich, wäre es ganz cool. 11, ja, ich würde sagen, wir tragen das einfach mal kurz ab auf 11 Meter. Jetzt schauen wir mal richtig rein, das müsste glaube ich ins Handwerk reingehen. Okay, habt ihr jetzt gesehen, das Handwerk ging jetzt nach oben und jetzt haben wir auch ein bisschen 30 Mutter oben drin. 11 Meter ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch in diesem Bereich hier unser Lager aufschlagen. Das wollen wir natürlich auch mal machen. So, das heißt, wir wollen als erstes erstmal ein Lagerfeuer. Ja, das ist erstmal das Wichtigste, dass ich hinterher dann später auch ein bisschen Essen produzieren kann. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt jetzt hier das Lagerfeuer auf den Dingern verschieben. Ja, müsst ihr einfach mit der Maus quasi auf das Ding drauf gehen, Maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr das auf der jeweiligen Achse hier quasi hin und her schieben. Eigentlich relativ einfach gemacht. Okay, Höhe geht natürlich nicht, ist klar. Und hier könnt ihr es halt dementsprechend drehen, wie ihr es halt haben möchtet. Ja, wie es euch gefällt. So, dann klickt ihr einfach mal auf Bauen. Dann zimmert er das Ganze jetzt einmal dahin. Und dann haben wir da quasi gleich so eine Baustelle. Eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt drauf den Lager anstecken, seht ihr hier, wir brauchen 5 Äste. Die haben wir natürlich auch noch, was natürlich perfekt ist. Das heißt, wir deppern jetzt die 5 Äste hier rein. Ne, wenn ihr jetzt auch mehr zusammengepackt habt, der zieht immer nur die Dinge jetzt quasi einmal ab. So, dann können wir einfach mal aufbauen. Und dann haben wir gleich schon unser Lagerfeuer. Tada! Unser Lagerfeuer. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt ihr das Lagerfeuer zum Brennen? Viele sagen, glaube ich, immer, man kann, ich weiß nicht, ob man Äste reinpacken kann. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube eigentlich eher weniger. Nee, scheint nicht zu gehen. Was ich auf jeden Fall rausgefunden habe, ist, wenn ihr quasi Rinde sammelt. Das heißt, ihr geht am Baum und Rinde sammeln. Und produziert einfach erstmal ein bisschen Rinde. So, wir sammeln erstmal in Ruhe, sammeln ein bisschen. Ja, ist halt ein sehr langwieriges und wirklich ein gemütliches Spiel, was ich eigentlich echt ganz gut finde.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das Ganze dann jetzt auch mal so ein bisschen besser funktioniert, also vor einem Jahr. So, wir haben ein bisschen Rinde gesammelt. So, wir haben jetzt, hier sehen wir, da 5 Rinde. Und jetzt kann man nachher sagen, okay, ich füge mal den Brennstoff hinzu. Und tada, hauen wir die Rinde da rein. So, jetzt kann ich auf Anfang drücken und siehe da, ich habe ein Feuer. Ja, das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Und dann kann man jetzt weiter mit dem Kochtopf, kann man da jetzt nochmal essen. Eigentlich ganz cool. Ne? Jetzt könnt ihr hier Essen zubereiten. Ne? Dann könnt ihr hier so Erbsenbrei gebraten, Fotelle. Ne? Also hier ist ein Fisch, wäre vielleicht erstmal ganz cool. Muss man dann halt dementsprechend mal schauen. Und es bringt natürlich ein bisschen Licht fürs Dunkel. Ja, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen natürlich noch, ganz klar, erstmal ein Bettchen. So, und da ich hier noch ein Himmelsglas und Börnchen, würde ich doch mal sagen, wir setzen hier nochmal den Boden ab. Dann können wir vielleicht erstmal unseren ersten Glasplatz errichten. Dann gehen wir auch schön auf 12 Meter runter. Das war doch schön eine Höhe. So, nochmal. Lager aufschlagen, einen Schlafsack bauen wir einfach. So. Wir drehen das Ganze Ding mal ein wenig. Wo sieht das hin? Bauen wir das Ding dahin. Hey, ihr merkt schon, die erste Folge wird vielleicht auch ein bisschen länger. Dann müssen wir mal gucken, wie ich das später dann mal zusammenschneiden werde. Den Schlafsack machen wir auf jeden Fall noch ganz klar fertig. So, Lager aufschlagen. Wir brauchen 4 Äste und Pflanzenfarbe. Das heißt, okay. Dann die Fasern drin, dann wieder die falsche Taste. Und jetzt sammeln wir nochmal ein paar Äste. Haben wir jetzt mal ein Töten mit ein. Ein bisschen Äste sammeln hier. Und da ist unser Feuer jetzt gerade ausgegangen. So, haben wir nochmal 3 und einen Baum. Stopp, 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 was haben wir denn hier? Waldboden und einmal Mutterboden. Okay, da gibt es auch noch einen Unterschied. Alles klar. Und wir sehen, wir sind auch schon ein bisschen überladen. Das heißt, er ist ziemlich lahm unterwegs. Aber das macht erstmal nichts. Ups. So. Dann klicken wir einmal drauf und legen die. Ups. Na, komm her. Äste noch einmal da rein. Und wir bauen das Ganze noch einmal. Warum das Ganze jetzt nicht funktioniert, das weiß ich allerdings auch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Entferne bitte alle Charaktere und Tiere von der Baufläche. Ah, ich bin zu nah dran. Deswegen. Man sollte ab und zu vielleicht mal unten reingucken, was da steht im Systemchat. Wäre vielleicht ganz cool. Dann wieder an mir auch. Und siehe da, es funktioniert. So, wir haben jetzt hier unseren ersten Schlafsack. So, Handwerk, Gegenstand untersuchen. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, jetzt haben wir hier einen Schlafsack in der Haltbarkeit von 8100 Schaden sind, also das heißt, er ist relativ schnell kaputt. Aber er hat auch natürlich eine gewisse Haltbarkeit. Ja. So, haben wir schon direkt so Fahnen im Gesicht, wenn wir dann schlafen, kitzeln uns dann direkt im Ohr. Könnte sehr unbequem werden, aber es ist okay. Ja, ich würde sagen, erste Folge hat riesen Bock gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir mal schauen, was wir da machen. Wir schauen jetzt mal ganz kurz rein in unser Handwerk. Wie wir jetzt sehen, wir haben jetzt hier freigeschaltet das Schreinern. Ja, das heißt, hier steht jetzt die Punktzahl bestimmt, die maximale Qualität der hergestellten Gegenstände aus Holz. Du kannst Baumstämme behauen, Holzteile und kleine Möbel herstellen. Du kannst primitive Schilder herstellen. Das ist schon mal ganz cool. Das Zimmernhandwerk ist auch freigeschaltet.
Und wenn wir jetzt hier bei Zimmern oder bei Schreinern auf 30 kommen, kriegen wir das nächste hier freigeschaltet. Ne? Das wäre dann quasi der Bogenbau. Eigentlich finde ich ganz cool. Und hier, was auch ganz wichtig ist, so das Graben. Ne? Später für Muster ja auch, ne? Eisenerz, Gold und so weiter. Da müssen wir alles dann mal suchen. Bin ich mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Ja, auf jeden Fall, das hat mir schon mal eine Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und wie gesagt, falls du da draußen Lust hast, mit bei mir zu spielen, auf diesem Spielstand, meld dich. Ja, dann treffen wir uns gemeinsam hier und dann kommen wir hier was Schönes zusammenbauen. Ich denke mal, zu mehr macht es auf jeden Fall mehr Bock, weil es ist ja noch als riesen MMO geplant, sage ich mal. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Aber erstmal so, hast du Bock, melde dich. Also, ich habe jetzt genug gequatscht für diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten. Also, haut rein, Leute, habt eine schöne Zeit und bis dahin, euer Game Master.